zu Tini Schröder. Mit ein bisschen Glück geht der Ball ins Netz. Und Schwerin führt 8:5. Immer noch ist das Tempo sehr, sehr hoch hier. Berlin hat jetzt gerade die Torhüterin gewechselt. Jetzt steht Ina Struve im Tor. Hofft, dass sie ein wenig mehr Glück hat, um den Schwerinerinnen den Schneid abzukaufen. Klasse Hüftwurf am Mann gezogen durch Wendy Künzel. Die erhöht jetzt zum 9:5. Sollte den Schwerinerinnen jetzt ein bisschen Sicherheit geben, 4 Tore Vorsprung. Anna Pöschel mit ihrer nächsten Parade. Und wieder der lange... Oh, schade. Da hat Marie Kinscher nicht ganz die Hände an den Ball bekommen. Und da auch wieder ein leicht pomadiges Zurücklaufen der Schwerinerin, das er ausgenutzt. Von der Nummer 9. Von Katja Kramatz. Und der nächste technische Fehler. Jetzt nur noch 9:6. Warum nicht etwas ruhiger das Spiel gestalten? Man führt mit 2, 3, 4 Toren. Da hat die Abwehr aufgepasst. Und Tini Schröder scheitert an Ilka Stube. Die Nummer 10, Susanne Rutschow, verkürzt zum 9:7. Nächster Wurfversuch geht daneben. Jetzt greift sie beherzt zu. Tini Schröder spielt einen Pass zu Marie Kinscher, die eigentlich im Konter eigentlich sehr zuverlässig ist. Und auch hier beweist sie es und erhöht wiederum zum 10:7. Sehr gut erkannt vom Schiedsrichter. Fuß beginnt natürlich abwärts vom Knie. Und das ist nur ein 9 Meter. Viele mitgereiste Schweriner Fans, was man auch im Hintergrund hören kann, sind leicht erbost über diese Entscheidung der Schiedsrichter. Aber wie eben auch schon gehört, du stehst daneben. Er denke mal, er hat es gut und vernünftig gesehen. Und das auch so korrekt entscheiden zu können. Jawohl!
Ina Struve vereitelt gerade die Möglichkeit von Marie Kinscher. Schrittfehler, sehr gut. Technischer Fehler. Und wieder versucht Schwerin über die schnelle Mitte. Natürlich nicht schnelle Mitte, über die schnelle Welle zum Erfolg zu kommen. Das Ganze wird jetzt nur belohnt durch einen 9 Meter. Die Berlinerinnen gehen sehr beherzt zur Sache, zum Unmut der Schwerinerin. Jetzt muss es aber auch endlich, ja, es gibt jetzt eine 2-Minuten-Strafe für die Nummer 9, für Katja Krammatz. Das sind natürlich unschöne Szenen. Aber Schwerin sollte sich davon nicht beeinflussen lassen, sollte ihren Stiefel weiterspielen. Weil ich denke, sie sind auf der Erfolgsstraße. Aber dazu müssen natürlich auch so eine Bälle, wie eben gesehen von Marie Kinscher, im Tor landen. So bestärkt man natürlich Ina Struve im Tor der Friedenauer. Und daran wächst natürlich auch ein Torwart. Sehr gut erarbeitet, Antje Thormann blockt den Ball und wieder unglücklich verloren. Und Anna Pöschel zeigt weiterhin ihre Glanzseite und vereitelt auch diesen Wurf aus dem Rückraum. Und jetzt häufen sich wieder die technischen Fehler, was wir bei Schwerin in den letzten Wochen sehr oft gesehen haben. Dass viele technische Fehler über 60 Minuten produziert wurden, die auch oftmals vom Gegner gnadenlos ausgenutzt wurden. Und Anna Pöschel rettet mit einer weiteren Parade den 3-Tore-Vorsprung. Erste gelbe Karte für Schwerin, für Joda Wenk. Und nächster Versuch. Und wieder ans Gebälk von Tini Schröder. Aber der Nachwurf sitzt diesmal von Marie Kinscher. Hat etwas länger gewartet. Und netzt sauber ein. Marie Kinscher mittlerweile mit ihrem 5. Treffer. Und das Team-Timeout von Friedenau. So, weiter geht's. Team Timeout beendet. Beide Trainer hatten nochmal kurz Zeit, die Mannschaften auf einzustimmen. Schweriner Trainer hat sicherlich nicht viel zu korrigieren gehabt. Passives Spiel angezeigt. Anna Pöschel wieder mit der Hand dran am Ball.
leitet wieder einen schnellen Konter ein. Sauberer Pass, sauber ausgeschenkt. Marienkünstler verwandelt zum 12:7. Schöne Aktion von Anna Pöschel dort hinten im Tor der Schwerinerin. Die mittlerweile mit ihrer 10. Parade. Das habe ich aber schon mal vorgesehen, aber egal. Schwerin trotzdem Ballsitz. Sehr schöne Ballstaffette. Und wieder hat Tini Schröder kein Glück. Und Ina Struve auch hier jetzt mit ihrer 5. Parade. Ja, was Sie da gerade hören, das sind die Schweriner Fans im Hintergrund. Da muss ich selbst ein wenig schmunzeln. Technischer Fehler, schneller Ball. Antje Thormann, super. Joda Wenk mit einem tollen Pass. Als Einwurf gedacht, als Konterpass ausgeführt. 13:7 für Schwerin. Und der nächste Fehlpass von der Berliner, von den Berliner Mädels. Es geht wieder etwas zu schnell, meiner Meinung nach. Man kann das ruhig ein bisschen ruhiger aufziehen. Aber ich denke mal, auch im Positionsangriff sind die Schwerinerinnen hier den Friedenauerinnen überlegen. Man muss es nur noch beweisen, zeigen. Da muss man gar nicht so sehr in so einer einfachen Situation. Sehr schönes Tor. Unglaublich. Der Ball geht natürlich nicht an Tor. Der Ball geht ans Lattenkreuz, kommt vor der Linie auf, geht nochmal hoch.